Für manche ist beruflicher Aufstieg der Sinn des Lebens. Für sie stehen Selbstverwirklichung und Erfolg in der beruflichen Tätigkeit immer an erster Stelle. Und finanzielles Wohlergehen ist eine Bestätigung ihrer Wichtigkeit und Professionalität. Und heute möchte ich Ihnen erzählen, unter welchen Sternzeichen echte Karrieristen geboren sind. Stier. Der Stier ist ein sehr munteres, mäßig unternehmungslustiges, zielstrebiges, hartnäckiges und fleißiges Tierkreiszeichen. Der Stier hat einen einzernen Griff und ein brillantes Denkvermögen. Nur wenige Menschen wissen, dass der Stier große Anstrengungen unternehmen kann, um seine Ziele zu erreichen. Finanzielles Wohlergehen ist für ihn lebenswichtig, weil der Stier nach einem komfortablen und schönen Leben strebt. Das Geldhamstern ist seinen Plänen nicht enthalten, weil er hier und jetzt und nicht in Jahrzehnten gut leben möchte. Karrierewachstum ist für ihn in erster Linie die Anerkennung seiner eigenen Professionalität und eine Möglichkeit, das Einkommen zu steigern, sodass er niemandem nachgeben und seine Aufstiegschance nicht verpassen wird. Löwe. Unter den Löwen gibt es auch viele Karrieristen. Vor allem strebt Löwe nach Bestätigung und maximaler Aufmerksamkeit für seine Person durch andere. Und dank der Führungsposition kann er alle Gewünschtes und Notwendiges bekommen. Finanzielles Wohlergehen ist notwendig, um wie eine erfolgreiche und wohlhabende Person auszusehen. Löwe hat ausgezeichnete Fähigkeiten, die Arbeit des Teams zu organisieren. Er weiß, wie er Menschen überzeugen kann, ihm zu folgen und zu tun, was er sagt. Vorwärts kommen ist für ihn der eigentliche Sinn des Lebens. Er versammelt ein Team von echten Profis, Experten auf ihrem Gebiet. Gemeinsam mit Team besteigt er selbstbewusst die Karriereleiter. Für Löwe ist es wichtig, eine hohe Position in der Gesellschaft und die Führungsposition zu besitzen, weil Löwe schön und schick leben mag und nur erfolgreiche Menschen können es sich leisten. Jungfrau. Jungfrau ist das Zeichen praktischer, rationaler, erfolgreicher und selbstbewusster Menschen. Dieses Sternzeichen denkt jeden Schritt im Voraus sorgfältig durch und erstellt einen Plan, um die Karriereleiter nach oben zu bringen. Die Jungfrau hat die Geduld und die Kraft, durch harte Arbeit ohne listiges und unehrliches Spiel eine Führungsposition zu erreichen. Ihre konservativen Methoden hindern sie nicht, ihre Ziele zu erreichen und die Karriereleiter hinauszusteigen. Einmal in der Position der Führungskraft wird die Jungfrau definitiv alles tun, um ihr Geschäft weiterzuentwickeln und die Stabilität der Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Oft nimmt die Karriere den Hauptplatz im Leben der Jungfrau ein. Steinbock. Steinbock gehört auch zu den Top 5 der echten Karrieristen nach dem Sternzeichen. Er verliert nie das Gleichgewicht und steht immer auf den Beinen. Zu seinen Hauptstärken gehören nicht nur Praktikabilität, Rationalismus, Zielstrebigkeit, Kreativität, Kraft und Ausdauer, sondern auch seine Fähigkeit, Geld richtig zu verwalten. Er mag keine nutzlosen Ausgaben und gibt Geld nur für etwas Nötiges aus. Es kann etwas sein, das in der Zukunft ihm Profit bringt und sich bezahlt macht. Für Steinbock ist es wirklich wichtig, beruflich erfolgreich zu sein und die Position einer Führungskraft einzunehmen, da sie dies eine unglaublich ehrgeizige und zielstrebige Person ist. Für den beruflichen Erfolg ist er bereit, viel zu opfern. Skorpion. Skorpion ist das mächtigste Zeichen unter den Tierkreiszeichen, das vom Wasser bevormundet wird. Er ist ziemlich mysteriös und geheimnisvoll, aber er verbirgt seinen Durst nach Macht und Erfolg nicht. Es ist für ihn wichtig, in allem Erfolg zu haben, was er nicht unternimmt. Er überwindet alle Hindernisse und kann bei Bedarf über die Köpfe der Konkurrenten hinweggehen. Gesellschaftliche Stellung, eine Führungsposition und ein hohes Einkommen sind ihm sehr wichtig. Im Interesse des beruflichen Erfolgs ist er bereit, alle möglichen Methoden anzuwenden.
Der Skorpion wird alles tun, um ein reicher und erfolgreicher Mensch zu werden. Er ist bereit, maximale Anstrengungen zu unternehmen, um seine Ziele zu erreichen. Aber er ist kein Arbeitswütiger. Arbeit ist für ihn nur ein Mittel, um den angestrebten Lebensstandard zu sichern, und eine hohe Position ist eine Quelle für hohes Einkommen. Zum Schluss. Viele Karrierenmacher sind so von der Arbeit besessen, dass sie manchmal vergessen, dass es etwas Wichtiges als Karriere gibt. Wenn sie nicht zu den Sternzeichen gehören, unter denen sich viele Karrieristen befinden, lassen sie sich nicht entmutigen. Denn jeder kann auf Wunsch, unabhängig vom Tierkreiszeichen, eine erfolgreiche Karriere aufbauen. Gleichzeitig muss jeder von uns ein freundlicher und mitfühlender Mensch bleiben.